Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und mit dabei ist der Matthias, in dessen Clan ich auch gerade bin. Und wir wollen heute mal vergleichen die Super Bogies und die Bowler, weil die doch so ein bisschen eine Ähnlichkeit haben. Ich habe mir das jetzt gerade auch schon mal hier quasi aufgemacht, um mal die Stats ein bisschen zu vergleichen. Schaden 132 zu 96 für die Superbogenschützin. Muss eben gucken. Ja gut, Schadensart steht hier Einzelziel. Klar, sie gehen ja natürlich trotzdem durch mehrere Ziele durch, die in einer Linie sind. Schadensart beim Bowler Flächenwirkung, Ziele. Unterschied beim Superbogi Boden und Luft, beim Bowler nur Boden. Wohnraum, ich hatte doch recht eben. 6 Wohnraum beim Bowler und 12 bei der Superbogenschützin. Also, ja, 2 Bowler für eine Superbogenschützin und Geschwindigkeit 24 zu 14 zugunsten der Superbogenschützin. Aber gut. Boah, Trefferpunkte 500 zu 430, das ist schon krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Superbogenschützin mehr Trefferpunkte hat als der Bowler. Na gut, klar, das musst du natürlich immer in Relation sehen, weil du ja, wie gesagt, 2 davon kriegst für eine Superbogenschützin. Was wolltest du sagen? Ja gut, irgendwie muss ich das ja ausgleichen am Ende, ne? Was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die jetzt nicht sehen kann, weil die, wegen dem Trank sehe ich nicht deine Werte. Aber das ist ja egal, die hast du ja gerade schon vorgelesen. Genau. Wir können theoretisch direkt hast, also starten. Jetzt mal der, um es mal jetzt ein bisschen zu erklären. Ich greife ihn an, er greift mich an. Wir wollen einfach mal testen, ohne jetzt besonders irgendwie da einen Wettkampfcharakter reinzubringen. Er hat einen Machttrank drin, damit seine Bowler auf maximalem Level sind. Meine Superbogenschützen sind auch auf maximalem Level. Clanburg erlaubt, Helden erstmal nicht. Machen wir gleich noch. Und dann würde ich sagen, kannst du mal mich herausfordern. Herausforderung? Herausforderung angenommen. Los. Herausforderung angenimmt. So. Genimmt, ja. Ich habe auch diesmal einen Plan, mein Freund. Und zwar sieht er jetzt wie folgt aus. Oh, ja, Zauber brauchen wir jetzt schon mal gar nicht, eigentlich. Denn das ist so, im Endeffekt so wie bei Bartsch. Wofür soll ich die Zauber jetzt benutzen? Was soll ich machen? Die sind so fragil, die Superbogenschützen. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hiermit tun soll. Und vor allem ohne Helden wird das natürlich auch nochmal ganz lustig werden. Deswegen entscheide ich mich für etwas. Pass mal auf. Auf dieser Seite sind die Katapulte, da komme ich nicht ran. Deswegen werde ich auf dieser Seite hier oben vorgehen, auf der rechten Seite, und setze sie einfach mal alle außen rum. Gucke einfach mal, was passiert, ob sie schon mal ein bisschen Schaden machen. Wenn sie schon mal ein bisschen Schaden gemacht haben, dann schicke ich gleich einfach das Zeppelinchen hinterher. Oh Gott, die machen ja gar nichts. Ja, das, ein bisschen schon. War gerade auch mein Gedanke. Bisschen schon. Aber ich meine, das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Also ihre Aufgabe ist es jetzt nicht, alles in Grund und Boden zu schießen, sondern eher wahrscheinlich halt im Hintergrund zu agieren und dann da ein bisschen noch was zu machen. Aber komm, den einen noch. Nein, den Feger nicht mehr ganz. Okay, den Feger haben wir nicht mehr ganz gekriegt. Das haben wir natürlich ein leichtes Problem. Mit den normalen Bogies hast du die schon selber mal verglichen, oder was? Ja. Der Zeppelin kommt noch. Ja. Das kriegen wir auch noch hin, das Rathaus. Allerdings bringt mir das ja jetzt nicht mehr viel, denn ist ja im Endeffekt außer Konkurrenz, weil es nicht mehr interessiert. Ja, ich meine, gut, was wäre die Alternative gewesen? Ich setze sie alle auf einen Fleck, also. Würde ich vorschlagen, wenn du mich jetzt angreifst, könntest du es ja auch mal probieren, einfach alle außen rum zu setzen. Also einfach irgendwo hin dengeln, ja, dann. Nehme ich einfach mal meine aktive Base hier. So. Dann gucken wir mal, spenden wir mal eben noch schnell. Wie gesagt, nimm das jetzt nicht zu ernst, einfach mal so ein bisschen Just for Fun-Vergleich mal zu Truppen, gucken. Wie ihr Armee bearbeiten. Ich muss mal eben den Kram hier bearbeiten. Ich setze das, damit ihr das nicht müsst. So. Ich hab da noch vom letzten Mal die Dinger drin. Ja, dann mach doch aktuell Armee löschen. Ja, warte, Paula, da. Kann ich ja schon mal in der Zwischenzeit sagen, dass das halt, einfach mal geht darum zu gucken, was passiert jetzt in diesem Fall bei mir, wenn ich halt alle außen rum setze und ihr seht es, da passiert nicht viel. Ich hatte allerdings in der vorherigen Episode ja schon eine Taktik vorgestellt, mit der man recht gut zurechtkommt als Rathaus 13er. Das geht. Wenn man die halt so einsetzt, wie man sie wahrscheinlich einsetzen soll, halt ein bisschen im Hintergrund, dass sie dann also da wegen mir kannst du losgehen. Also einfach außenrum, hat sie gesagt, ne? Ja. Aber einfach mal hier da oben. Hast du halt jetzt hier den Vorteil, dass sehr viel außen ist, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt für mich da ein bisschen besser als für dich eben. Hast du keine andere Base? Du hast immer nur die Base. Hast du nicht irgendwie mal. Kannst du mir nicht mal was anderes anbieten? Ich habe noch nichts anderes momentan. Also ich lasse die halt immer. Ich habe die ja mal irgendwann von irgendwem kopiert und seitdem ich den Rest kopieren wollte, steht da halt immer irgendwas im Weg und da war ich bisher zu faul, das alles wegzuräumen. Na gut, klar, die Bowler gehen natürlich jetzt auch da schön auf die Mauern drauf, wenn da irgendwie mal ein oder zwei von den Felsen drauf gehen. Ja gut, man sieht es jetzt halt schon deutlich, ne?
Also wie viel hast du? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, ich hatte insgesamt, glaube ich, 32% einen Stern. Aber du siehst ja alleine schon, okay, wie viel die da außen wegräumen, ne? Ja, gut, ich kann sehen. Also, aber wir machen das jetzt mal wie folgt. Ich habe jetzt noch eine geile Idee. Pass mal auf. Gib mir nochmal die Base, die du gerade hattest, und ich nehme jetzt mal Bowler. Das interessiert mich jetzt mal. Was wird dann? Achso, ja, das stimmt eigentlich. Das macht mehr Sinn, ne? Ich gebe mal auf einfach. So. Tüdelidli. Herausfordern. Auswählen. Los. Was ich natürlich jetzt noch machen muss, ist natürlich mal eben die Armee zu bearbeiten. So. Ich werfe die raus, nehme meine Max Bowler. So. Ja, da geht schon meine Schublade auf, vor Schreck. So, und dann würde ich mal sagen, testen wir das jetzt mal aus. Ich nehme jetzt aber wieder die gleiche Seite, die ich eben genommen habe. Ja, damit das ein aussagekräftiges Ergebnis ist, macht das auf jeden Fall Sinn, damit du das mal vergleichen kannst, was du da jetzt machst. Ja, das ist ja gerade der Fall, dass ich so einmal quasi so in so einem Halbkreis darum rumgehe. Ja, ja, genau. Und dann mal gucke. Gut, abzüglich halt von dem Rathaus, aber so viel mehr holen die nicht irgendwie. Also es ist... Nee. Nein. Tun sie nicht. Ja, ne? Wird ähnlich. Wird weniger. Also je nachdem, was ich eben noch geholt habe mit dem Zeppelin, kann ich jetzt auch nochmal... Kann ich es nochmal gerne probieren. Aber... ich glaube nicht, dass das noch irgendwie einen sehr großen Unterschied ausmacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann pass mal auf jetzt. Ja, bisschen mehr wird es. Bisschen mehr. So. 33%. Eben hatten wir, glaube ich, 32. Ja. Also ich werde jetzt mal, genau an dieser Stelle, lege ich jetzt mal beide Angriffe nebeneinander. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das aussieht. Und dann werden wir jetzt mal sehen. Wir können ja mal. Warte, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Pass mal auf. Forder mich nochmal heraus. Jetzt kommt was richtig Verrücktes. Probier das mal mit Elektrodrachen. Okay. Ich kann dir zwar sagen, wie das ausgeht, aber wegen mir. Was? Wieso was? Ja, die werden stärker sein. Das ist halt auch Luft, ist dann die Frage, wo hast du deine Luftabwehr und so weiter, ne? Naja, gut, oder? Ja, was können wir denn sonst machen? Das ist sonst noch ähnlich. Ich würde sagen, vielleicht noch Valkyren, weil die halt diesen Wirbel machen zwischen Gebäuden. Mhm. Aber komm, okay, wir nehmen das mal. Okay, so. Ja, jetzt kann ich dir sagen, was da passiert. Ich setze sie jetzt halt. Das wird jetzt relativ eindeutig, schätze ich. Setze sie mal ein bisschen verteilt. Wobei, ich glaube, so eindeutig wird das gar nicht. Das wird aber auf jeden Fall mehr. Ja, aber. 32, also es waren eben 32%, die haben wir jetzt. Haben wir 34, 36, ah, okay, doch. Die räumen nämlich schon ganz gut auf, ich nehme die ja auch mal. Ja, aber du hast, das ist halt jetzt die Sache mit den Zingel-Infernos, die rösten halt die Elektrodachen richtig. Aber... und trotzdem sind es jetzt nur 39%, ne? Also wir sind jetzt immer noch weit weg von einem Stern. Also wenn du die einfach nur so setzt ohne Zauber. Aber gut. Ja, aber ich sag mal, mit Helden würdest du jetzt auf jeden Fall locker ein... Mach du mal bei mir mit Elektrodrachen. Bei der Base lohnt sich das nämlich richtig, weil ich ja richtig viel außen hab. Wenn du das jetzt... Du hast bei mir eben... Ach, warte mal, ich muss mal eben verlassen. Bei mir eben hast du 38% geholt. Und ich sage dir, wenn du die jetzt gescheit außen setzt, dann kriegst du 50% alleine, denke ich mal, nur mit den Elektrodrachen außen. Ich verspreche dir... So. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Ja, ich musste mal eben dingsen hier. Alle Marboels sind aktuell beschäftigt. Bitte rufen Sie später an. Okay, das ist jetzt natürlich richtig interessant. Ich hätte den einen aber halt an den Warden gesetzt, weil du dann den Warden schon mal direkt weggeholt hättest und der Warden dich jetzt so die ganze Zeit noch befeuert. Ja, ich hab's jetzt einfach mal verteilt nur. Ja, also 38... Das da oben.
Naja, sagen wir mal so, wenn du sie etwas anders gesetzt hättest, wären es auf jeden Fall 50% gewesen. Davon kannst du ausgehen. Ja, da oben sind die Tests, die sind woanders ein bisschen hinbauen müssen. Ja, aber schon auf jeden Fall stärker als die. Was hast du jetzt noch gesagt, soll ich mal testen? Hä? Was soll ich jetzt mal testen? Warte, ich hab Elektrodrachen war noch mein Vorschlag. Ja, das habe ich doch schon getestet. Fordere mich nochmal raus, ich hab noch eine Idee. Jetzt kommt das, was ich eben machen wollte. Pass mal auf. Jetzt kommt die Ultrastufe. Pass mal auf. Das werden jetzt die 33% werden jetzt sowas von egalisiert. Pass mal auf. So. Ja, dann. Und zwar muss ich die alten Truppen löschen und werde jetzt hier auch mal den ganzen anderen Schmarren löschen. So. Guckt mal, was ich da habe. So. Uiuiui. Guck mal, was der Papi da ausgebildet hat. So. Jetzt kommt's nämlich. Pass mal auf. Guck mal, was der Papi da ausgebrütet hat. Da sind sie nämlich. So. Behaltet mal 140 im Auge ungefähr. Das ist so die Richtmarke. Ja, machen wir so. Wo sind die anderen? Wo seid ihr? Hast du schon gemacht? Ich kann noch nichts. Nee, noch nicht. Kann noch nichts sehen. Okay, das müsste so passen. 22 und 12. So, speichern. Und jetzt wird Matthias gleich sehen, was dabei rumkommt. Nämlich Kombinationen. Ja. Kombinationen. Gucken wir mal. Erst die einen. Und dann die anderen. Hinterher. Plus. Ja gut, wenn die natürlich jetzt Tanks sozusagen vor sich haben. Dann nee, das sind keine richtigen Tanks. Ja, aber so ein bisschen. Würde ich mal eher nicht drauf bauen. Ja, oder? Oh, und die Riesenbombe. Ein bisschen haben sie noch geholt. Neuer Rekord, 33%. Ja, 34. Neuer Rekord. 35. Ja, okay. Ja, kannst mal sehen. Und pass mal auf, was ich jetzt noch mache. Das kann ich dir auch noch zeigen, Kollege. Warte mal. So. So. Warte. Was so, denn? Oh ja, guck doch. Ich zerstöre deine Base jetzt noch eben. Achso, bist du noch dran? Ich dachte, du jetzt. Jetzt. So. Ich werde jetzt nämlich noch easy 2 Sterne holen. Pass mal auf. Ja gut, wenn du die Helden jetzt noch alle hast. Die rasieren jetzt deine Base noch ordentlich zu Ende. Trockenrasur, Matthias. Trockenrasur. Och, und da unten hat er ein Multi-Inferno. Das ist natürlich für mich besonders gut. Das macht Spaß. Das macht Spaß da unten. So, das ist jetzt auch weg. Das Rathaus ist angeschlagen. Und jetzt kommt der Rest vom Schützenfest. Nämlich mein schöner Zeppelin. Aber jetzt muss ich nur aufpassen, weil der König jetzt gleich die Klamburg locken wird wahrscheinlich. Wenn nicht der Earl, der König lebt noch. Der Warden lebt auch noch. Königin kann ich sogar immer noch zünden. Oh. Jetzt geht er runter. Kriegen wir das Rathaus noch oder kriegen wir es nicht? Das kriegen wir, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Wird knapp. Okay, wir haben easy 2 Sterne angekündigt. Ja, wir haben es. Ja, tatsächlich noch 67% geholt, obwohl ich am Anfang halt alles verbraten habe, ne? Ja gut, die Helden reißen natürlich dann schon ordentlich was raus, ne? Du kannst ja mal einmal die Walküren noch testen. Komm, mach mal die Walküren noch als Vergleich. Dann holst du eigentlich Bowler gegen Dingskirchnis. Ja, man kann ja ein bisschen... ich persönlich denke, es ist eher eine Alternative zu den Bowlern. Also es ist keinesfalls, glaube ich, irgendwie, dass man das... Also klar, man kann es natürlich trotzdem kombinieren, aber dafür sind halt die Unterschiede meiner Meinung nach zu gering. Aber dafür ist halt die Frage, ob es sich lohnt, da nochmal die Kohle extra zu investieren. Ja, ich bin Max. Um die auszubilden. Ich habe nur noch einen Heldenlevel übrig und ich habe noch 2 dunkle Runen. Also ich meine, was soll ich damit machen, ne? Na gut. So. Ich meine, die Supertruppen waren ja für Max-Spieler gedacht. Das darf man ja nicht vergessen, ne? So. Wir gucken mal drauf, was er so tut. Ah, warte mal, bevor du jetzt irgendwas setzt. Ich habe schon angefangen. Vor allem, du weißt doch, oben sind die Tesla. Da hättest du da ja eigentlich einen schönen Freeze und einen Wut drauf dreschen können. Aber wobei, dann wär's wieder... Ich hab ja jetzt extra keine Zauber genommen. Ja, richtig. Doch eben auch nicht. Ja, klar, sonst hätte ich da natürlich hätte ich da sonst auch einen Zauber hinsetzen die können. Die räumen aber auch ganz gut auf, ne? Hä? Die räumen auch ganz gut auf. 42 ungefähr. Kannst ja mal die Helden jetzt... Setz mal die Helden jetzt oben hin. Alter, deine Katze ist am Eskalieren, ey. Ganz ein Zoo in der Wohnung. Setz mal die Helden oben hin. Schön. Na, warum zündest du die jetzt? Warum zündest du den Warden? Ich hab nichts gezündet. Du hast den Warden gezündet. Oh. Hab ich mich verdrückt. Mr. Flutschfinger. Alter, hör doch mal auf jetzt. Die Katze so. Matthias, warum miau machst du das?
Und jetzt kommt der Zeppelino hinterher. Bei ihm ist einfach nur Eskalation, 100% Eskalation. Gib es doch zu, die Katze hat einfach auf dein Tablet gedrückt. Ja, genau. Oh, da kommt die Kleinburg. Allerdings ist das Rados auch so weit unten, dass du das sowieso nicht mehr kriegst. Oh, die Gladi ist noch am Feuer. Ja, das Rad, wir haben ja jetzt oben angefangen. Wenn ich das Rathaus gehabt hätte, hätte man ja auch besser unten anfangen können. Das ist korrekt. Oder Rathaus hätte haben wollen. Sag mal, du kannst ja schon mal Tschüss sagen zu deinem Warden. So, der ist weg. Jetzt kannst du gleich schon mal Tschüss sagen zu der Königin. Oh, ey. Der Fuchs freest ihn. Aber der Päcker ist noch da. Beziehungsweise die Päcker und der Eiskunde sind noch da. Ja, das war's jetzt. Jetzt gibt's auf die Omme und bang! Ein Schlag so. Pff. Wie Matthias mit seinen Katzen. Pff. Ein Schlag und die Katze hat so Sterne über dem Kopf. Ja. Okay, dann lass mich noch. Komm, dann würde ich nur sagen, zum Abschluss greife ich dich noch einmal richtig an. Einmal mit voller Kapelle. Und dann sehen wir mal, was passiert. Tu das! So, Amoeba arbeitet. Naja, es wird nicht schwer zu erraten sein, was jetzt passiert, wenn du eben schon alleine nur mit den Helden. Ja, aber ich nehme aber 7 von den Superbogies mit. Also dann. So stark sind die ja, finde ich aber doch gut, was heißt. Ich nehme einfach mal irgendeine experimentelle Taktik mit, okay? Tu, was du nicht lassen kannst. Das wird ein Spaß. Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Dann nehme ich noch eine Hexe mit und nehme die. Nehme ich noch mit. Okay. Zauber. Wobei, nee, warte mal, ich kenne doch deine Base, Matthias. Dann wäre ich ja blöd, wenn ich das so machen würde. Dann machen wir das nämlich lieber so. Also, zack, speichern. Da ich ja weiß, was du in der Base, beziehungsweise da ich ja weiß, was du da hast. Oh, das war aber nicht schlau von mir. Das hier unten war schon ein bisschen schlauer. So, Katapult mal eben schnell. Ich verstehe nicht, warum du das nicht mehr irgendwann umbaust. Ich verstehe es nicht. Jan. Ich verstehe es nicht. Faulheit, um ehrlich zu sein. Ja, es ist halt Dummheit irgendwie, ne? Eher als Faulheit, würde ich jetzt mal schätzen. Bequemlichkeit. Keine Lust, den Scheiß da wegzuräumen. Da kommen die Clan-Tropen raus, Mami. So. Da hat er einen Multi-Inferno und ich habe ansonsten echt kaum noch was an Zaubern. Hallo, Warden. Nein, der Warden hat wieder den Mauervernichter nicht geheilt. Mein Gott, dein Ernst, ey. Ja, also 3 Sterne werden es zumindest schon mal auf keinen Fall. Da kann ich dich beruhigen. Okay. Das... Le Zug ist abgefahren. Aber vielleicht ja noch 2 gute Sterne. Oh, da hat er mir noch eine schöne Falle hingestellt. Eieieiei. Extra für dich. Kann die Gladi mal irgendwas machen halt? Kann die mal helfen? Dankeschön. So. Oh, die Königin ist noch dabei, die Adlerdef zu zerstören. Der Turm in der Mitte ist auch weg. Die Golems sind noch ordentlich am tanken. Ich habe die 3 Sterne noch nicht aufgegeben. Je nachdem, wie weit du die Gladi deine Meinung kommt. Öfter als deine Unter. Ja, das ist sowieso immer der Klassiker bei mir. Also, dass ich da öfters mal mich umentscheide. Ah, dein dummer Minenwerfer. Kann der mal bitte meine Superbogies in Ruhe lassen? So. Jetzt können wir ja die Superbogies mal ein bisschen beobachten. Ja, wobei, ja gut, die gehen auch auf Mauern drauf. Das darf man nicht vergessen, aber... Ja, ist halt die Sache, ne, dass sie halt jetzt... Aber die gehen nicht aktiv auf die Mauern, die schießen einfach da durch, wenn es gerade eben steht. Ja, klar, die gehen auf die Gebäude, aber das machen ja die Bowler auch nicht. Die Bowler gehen ja nur auf die Mauern, wenn sie gerade nicht anders laufen können. Naja. Und jetzt ist da noch der Turm in der Nähe, der kümmert sich jetzt noch um meine Königin. Wir haben noch eine Minute Rest, noch 58 Sekunden. Komm. Queen, hau rein. Hau rein. Kümmer dich da drum. So. Zack, gezündet. Ja gut, das waren dann doch 100%. Und unten wartet noch der Yeti darauf, die Mauer zu zerstören. Ich bin Yeti, ich hau alles kaputt. Ja, da ist noch die Dings. Oh, eine Riesenbombe. Und tschüss, Bogies. Oh, da hat er mir nochmal einen hingesetzt. Da hat er mir nochmal eine Falle hingesetzt. Und zack, da flog der Yeti durch die Luft, mein lieber Mann. Aber gereicht hat's trotzdem. Aber wenn du das nächste Mal das Katapult nicht drin hast, ey, wirklich, ne? Wann wolltest du hinkommen? Freitag? Und ja, dann kannst du gerne das höchstpersönlich, wenn ich das... dir umbauen. Dann würde ich mal sagen,
sind wir am Ende von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal so ein bisschen spaßeshalber das zu testen, wie das denn so aussieht und ja, was man denn da so machen kann. Und Vorschläge dazu natürlich gerne in die Kommentare. Daumen nach oben und dann sehen wir uns in einer weiteren Episode wieder. Macht echt gut. Tschüss. Tschüss.